Wir haben jetzt hinter uns das Garten-YouTuber-Treffen, sind noch ein paar Leute da und wir haben uns überlegt, wir machen mal ein bisschen was über den Garten. Der Patrick ist bei mir von Mika Garten, die Carmen von Carmens kleine Welt, der Nils von Saatenvielfalt, Newcomer, super, der Lukas von Freizeitgarten mit seinem total süßen Huhn, Helga, ne? Jo. Und Stefan von Stefans Hobbygarten. Wir sind noch übrig geblieben. Die anderen sind schon nach Hause gereist, bis auf einen Gast. Der oder die kommt nachher noch mal kurz vorbei. Und ich habe mir überlegt, wir sprechen mal ein bisschen über unsere Gärten. Vielleicht, was dieses Jahr besonders gut lief, was gar nicht gut geht. Ich habe Sachen, die funktionieren bei mir dieses Jahr komischerweise nicht. Liefen letztes Jahr super. Stefan, magst du mal anfangen, was bei dir besonders gut lief dieses Jahr? Besonders gut lief bei mir der Rotkohl und der Blumenkohl und der Brokkoli. Zucchini finde ich dieses Jahr echt stark. Mhm. Letztes Jahr hatte ich sehr früh den Mehltau dran, dieses Jahr nicht. Kohlsorten bei dir auch gut? Ich habe dieses Jahr tatsächlich gar nicht so viel mit Kohl gearbeitet, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte. Ich hatte andere Kulturen, die sehr gut funktionieren, vor allem auch im Bereich Obst, Äpfel. Kam, was läuft bei dir richtig gut, wo du dich freust? Zucchini und Kürbis. Nils, wie sieht's bei dir aus? Also ich habe ja keinen eigenen Garten in dem Sinne. Ich bin ja auf dem Hof, habe da aber ein Fleckchen Erde für mich ergattert. Und da habe ich ja dieses Bohnensortenbeet drauf angelegt. Die Bohnen hängen voll. Okay. Und ja. Kann ich nicht klagen. Was mich jetzt noch interessieren würde, vielleicht fangen wir mal da an, wo du in Deutschland ungefähr bist, damit die Leute wissen, von wo wir reden. Ja, ne? Wo kommst du her? Der norddeutsche Bereich, Tecklenburger Land, Osnabrücker Münsterecke so. Mhm. Wir haben so ein echt so ein Mischwetter dieses Jahr, also nicht lang nicht so trocken wie das letzte Jahr und vorletzte Jahr. Viele Regenperioden. Lukas, aus welcher Gegend kommt ihr? Du bist ja mit deiner Frau da. Genau, NRW, Felloer Grenze, Bereich Mönchengladbach und ja, Wetter finde ich dieses Jahr auf jeden Fall viel, viel besser als letztes Jahr. Aber ihr habt Niederschläge, ja? Bei genau, euch? Ja. Mhm. Wir hatten uns eigentlich dieses Jahr auf einen trockenen Sommer vorbereitet, haben viele IBC-Container aufgestellt, haben die befüllen lassen, aber da waren wir bis jetzt eigentlich noch gar nicht dran. Ja. Kam, du kommst, glaube ich, auch ganz aus der Nähe dann, ja, ne? Ihr seid nicht weit auseinander. Genau. Mönchengladbach, kann man sagen. Ja, so die zwischen Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf haben wir unseren Garten. Und bei uns ist das Besondere, dass wir ganz nah am Rhein-Braun-Gebiet sind und wir bekommen das Grundwasser abgepumpt. Mhm. Also das ist nochmal eine andere Gießsituation. Einfach. Durch Braunkohleabbau, ja? Genau, also mit viel Mulchen und mit Gießen, dann geht's, aber ohne wird's nicht gehen. Ja. Ich komme aus dem Bereich Mosel, also Rheinland-Pfalz, Moselgebiet, Weinbauklima, das heißt, Winter ist immer sehr mild. Ich habe schon gehört, hier in Bayern so minus 20 Grad kann vorkommen. Kann es mal stellenweise. Ist bei uns undenkbar. Also vielleicht mal so minus 6, minus 7 Grad. Mhm. Und das dann auch höchstens so nachts mal ein, zwei Mal so im Winter. Und das dadurch kann man auch so Olivenbäume pflanzen. Pfirsiche, ja, so Sachen. Alles, ne? Oh, herrlich. Also ich persönlich liebe dieses Klima und finde es super. Du noch? Genau, also wie eben schon erwähnt, ich gärtne im Moment nicht zu Hause. Ich bin auf dem Dottenfelder Hof und der liegt 15 Kilometer nordöstlich von Frankfurt, also Frankfurt am Main. Okay, auch ein gutes Klima da bei euch dann, ne? Also wir haben leider das Problem, dass der Taunus relativ viel Regen bei uns abfängt, sag ich mal. Da klagen immer unsere Gärtner und Landwirte, bei der Trocken auch, dass da, man die, quasi die Regenwolken schon sehen kann, aber sie dann wirklich vorm Hof die Kehrtwende machen. Ja. Bisschen schade. Ah. Aber insgesamt das Jahr deutlich mehr Niederschlag als jetzt die letzten Jahre. Letzten davor. Beiden Jahre waren ganz schlimm. Ja. Und das Rigottiland ist im Süden Deutschlands etwas rauer, das Klima. Und vielleicht gehen wir noch einmal durch. Ich bin hier so auf knapp 700 Meter über dem Meeresspiegel. Ja. Weißt du es auswendig? Ich glaube 200 bis 300. Carmen? Keine Ahnung. Wolfgang da hinten an der Technik. 60, 70, sowas. Also, ja. Frankfurt da ist auch nicht besonders hoch. 400 schätze ich, sowas. Ja. Zwischen 200 und 400. So irgendwie sowas, ja. Weißt 92 du's? Meter. Wie viel? 92. 92, okay. Aber ihr seid da im Rheinland auch mit der Kam zusammen. Recht flach. Okay. Ja, da muss ich sagen, das merke ich schon. 700 Meter ist jetzt nicht besonders hoch, aber minus 20 Grad im Winter kann es schon mal werden. Und dann deine Schneeaufnahmen, die waren ja auch in manchen Wintern sehr beneidenswert. Ja. Also
ist dann nicht lange und natürlich ist die Tendenz eher in Richtung warm, aber ab genau. und zu hast du ja hier wirklich 30, 40 Zentimeter genau. Schnee. Ja. Nicht mehr so wie früher, da war es nämlich von Dezember bis Februar, März hatten wir Schnee und Kälte und mittlerweile ist nur noch mal eine Woche, zwei vielleicht, dass es richtig schön kalt ist. Was mich auch noch bei euch interessieren würde, wenn ich euch schon da habe und wir filmen ja alle recht unterschiedlich, haben unterschiedliche Technik zu Hause. Der eine macht es mit dem Handy und der nächste hat eine super Ausstattung. Ich denke hier an den Gartengemüsekiosk, ne? Kennt ihr alle, was die für eine Technik haben? Wahnsinn. Mich würde interessieren, mit was filmt ihr so? Patrick, was hast du für ein Equipment zu Hause? Ja, Ton hat man natürlich Mikros diverse, also Funkmikrofone und sogar. Ich mache auch sehr viel mit Nachvertonen, also gutes Mikro am Computer dann. Kameratechnisch habe ich es nicht so mit Actionkameras, mehr mit etwas größeren, aber auch nicht die extrem aufwendigen, wo man sehr viele Objektive hat, weil ich gerne spontane Aufnahmen mache, Tiere aufnehme und da brauche ich, in zwei Sekunden muss die Kamera laufen. Und mit was fotografierst du oder filmst du damit? Da? Mit Sony RX10, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau. Okay. So in diesem Bereich. Okay. Carmen, wie ist bei euch? Wir haben die GoPro am Start und wir haben die Lumix. Und wir experimentieren ja noch oder man wächst ja auch immer weiter und wir versuchen dann mit verschiedenen Kameras zu arbeiten. Auch Stativ? Auf Stativ. Aber ich habe es auch gerne, wenn die Nahaufnahmen dann aus der Hand teilweise gefilmt werden. Ich finde das flüssiger. Ich weiß allerdings aus geheimer Quelle, dass du auch mit einem Kameramann arbeitest. Ja. Ne? Carmens Mann sitzt gerade wieder hinter der Technik und filmt bei dir. Ne? Genau. Hat die Kamera in der Regel in der Hand. Manchmal sieht man ihn auch. Ne? Ja, genau. Was hast du? Mit was filmst du? Also von zwei Kameramännern kann ich nur träumen. Ich mache alles von Grund auf selbst und habe jetzt auch erst letztes Jahr angefangen. Und ich habe gestartet mit einer Canon EOS 250D, heißt sie. Ist noch eine Spiegelreflex, aber halt kann alle möglichen Objektive drauf spannen. Und mir wurde damals gesagt, Nils, geh in den Laden und geh quasi blind an die Kameras und nehm dir die, die dir am besten in der Hand liegt. Also wirklich nicht auf die Nummern und wie auch immer gucken. Natürlich preislich sollte es schon auch stimmen. Genau, aber die habe ich jetzt seit Beginn. Dann ist jetzt letztens noch ein Gimbal dazugekommen für die Canon. Super. Das macht mir einfach total Spaß. Und erklär mal in einem Satz, was ein Gimbal ist. Gimbal ist ein mechanischer Kamerastabilisator. Es ist ein Gerät mit drei Gelenken und drei Motörchen drin und die stabilisieren dann die Kamera an sich, halten die in der Waage und man kann quasi drumherum alles machen. Und das verwackelt. Das Bild bleibt schön. Verwackelt nicht. Ja, genau. Wie nimmst du Ton auf? Da habe ich ein Ansteckmikro und halt ein Aufnahmegerät. Genau, und jetzt seit neuestem habe ich mir auch noch eine GoPro zugelegt, quasi als Zweitkamera. Und für mich der Hauptgrund für die GoPro war noch, dass ich auch Zeitlupen machen kann. Ja. Eine andere kennen, die nimmt super mit der GoPro. Mit 50 Frames auf und die GoPro ja irgendwie 240 oder so. Bei Full HD, genau, ne? die neue. Ja, super, ne? Und bei den Mikros, ich will es mal ganz kurz sagen, da gibt es wirklich wahnsinnige Unterschiede. Ich habe hier dieses Ansteckmikro, die gibt es ja, für 20 Euro. Die taugen überhaupt nichts, ganz schlecht. Und es gibt welche, ja, die kosten mehrere hundert. Ich bin so im mittleren Preisbereich hier. Und das ist wirklich starker Qualitätsunterschied. Stefan, was hast du für Kameras zu Hause und was für Ton? Ich habe immer Lumix gehabt, da immer ein bisschen weiter abgegradet. Bin bei der G81 jetzt mittlerweile. Ja. Bin damit sehr gut zufrieden, vor allen Dingen wegen diesem Klappdisplay. Das war mir immer wichtig, damit ich sehe, so grob, wo bin ich zu sehen auf dem Bild. Ton war mir von Anfang an sehr wichtig. Da habe ich gleich auf einen guten Funkmikrofonhersteller, Rode war es in diesem Fall, Wert gelegt. Wurde mir von einigen Zuschauern gesagt, dass es mit das Wichtigste ist, weil ist ja auch verständlich, ich will was übermitteln. Wenn man mich dann schon nicht versteht, dann hilft auch kein gutes Bild. Deswegen war das schon sehr wichtig. Dann habe ich eine GoPro für, wenn ich mal was im Wasser mache und für spontane Sachen das iPhone, also nichts jetzt, ob jetzt Apple oder Samsung, aber das iPhone macht für mich wahnsinnig gute Aufnahmen. Absolut. In 4K. Ja. Ich kann damit gute Zeitrafferaufnahmen machen, die ich sehr gerne so für Instagram nutze oder für Facebook. Welches Modell hast du da? Das iPhone X Pro, also das größte. Das größte. Also da muss man sagen, die Kameras da drin sind ja spitze geworden. Lukas? Ja, gestartet habe ich mit einer Canon Legria Mini. Ist halt so eine typische Vlogger-Kamera früher gewesen von den ganzen YouTubern. Weitwinkel, Fischauge. Das ist diese flache, ne? Genau, das ist eine flache, kannst den Display drehen, wie du es gerade haben möchtest.
Gestört hat mich halt, dass man nicht schöne Aufnahmen vom Nahen machen kann, weshalb ich mir dann jetzt noch die Lumix G7 zugelegt habe. Auch mit dem Display, dass man den umklappen kann, ist halt schon vom Vorteil, wenn man vor der Kamera steht. Ich habe jetzt auch eine Kamerafrau, die mir ein bisschen die Arbeit abnimmt. Sehr schön, ne? Das ist schon eine große Hilfe, genau, wenn man jemand hat. Deswegen und ansonsten auch Ansteckmikrofon ja. Und sonstiger Schnickschnack noch. Genau. Dann möchte ich ein bisschen auf unsere Gärten mal zu sprechen kommen, was wir im Garten machen, damit unsere Tomaten wachsen, sag ich mal. Oder seien es die Gurken. Meine Tomaten, du hast vorhin von den Ananastomaten geredet, dass die bei mir so groß sind. Naja, aber schon Mordsdinger, ne? Ja. Und bei dir sind die Ananastomaten nicht so groß und hast mich gefragt, mit was ich dünge. Ich dünge nur mit organischem Dünger, das ist das eine. Keine synthetischen Dünger. Synthetische Dünger, ne, braucht es in unseren Hobbygärten bestimmt nicht. Du würdest sagen, auch in keiner professionellen Landwirtschaft. Also nur noch mal zur Info, du arbeitest auf einem Demeterhof, genau. Machst da ein ökologisches, freiwilliges Jahr. Und ihr verwendet da sowas natürlich gar nicht und in Hobbygärten hat sowas gar nichts zu suchen. Also wir kommen mit eigener Kompostwirtschaft, wenn man vielleicht noch jemanden kennt, der Tiere hält, ökologisch kann man da den Mist verwenden. So, und jetzt habe ich einen kleinen Versuch am Starten gehabt mit meinen Ananastomaten, habe bei dem einen mit Bokashi gedüngt, bei dem nächsten habe ich mit EMA oder EM gedüngt, mit dem nächsten nur mit Brennnesseljauche und dann mit einer Reihe nur Wasser. Die Ergebnisse sind, im Moment wächst noch alles relativ gleich. Schauen wir mal, wie auch sich das vielleicht geschmacklich auswirkt. Und ich würde mal gerne wissen, weil ich mich damit noch gar nicht auskenne, was EM oder EMA ist. Ich weiß, das sind effektive Mikroorganismen, so viel weiß ich. Und ich weiß auch jemand, die sich damit auskennt, das wäre die Jen. Und die sitzt noch da hinten, vielleicht kannst du mal kurz kommen. Dazwischen. Ja, ich habe es gerade im Ohr schon gehört, EM-Düngen. Das ist ganz weit verbreitet, dass man denkt, dass man mit EM, also EM heißt effektive Mikroorganismen und A heißt einfach nur aktiviert. Mit EM düngen wir nicht. Das ist schwierig zu verstehen oft, weil Mikroorganismen aktivieren das Bodenleben in dem Sinne, dass die Mikroorganismen in den Boden reinkommen, immer wieder reinkommen und dort das Leben fördern. Also alles, was Organismen, unsere Welt besteht ja aus Organismen, fördern, auf den Weg bringen und auch nachhaltig auf den Weg bringen, dass da Bodenleben stattfinden kann, dass es sich vermehrt. Und das ist wieder gut für die Pflanze. Ja, genau. Richtig. Gut, dann habe ich es verstanden. Vielleicht noch interessant ist der Unterschied zwischen EM und EMA. Ja. Also wenn ich kann EMA, kann ich fertig kaufen als Bodenaktivator beispielsweise. Aber wenn ich das selber herstellen möchte, das machen wir zum Beispiel, weil es halt auch eine Kostenfrage ist. Und je mehr Quadratmeter Anbaufläche, und das wächst ja bei uns meistens immer, und wenn es ein Hochbeet ist, je mehr ich habe, desto mehr möchte ich auch von den aktivierten Mikroorganismen haben, die dann in der Regel bei uns ins Gießwasser kommen. Wenn ich 1 Liter EM Stammlösung habe, dann kommen da bei uns bei der Herstellung, bei der Fermentation, haben wir auch mal ein Video zu gemacht, kommen da ungefähr 33 Liter EMA raus. Mikroorganismus ist ja ein Lebewesen. Kann ich mir das so vorstellen wie einen Regenwurm? Also der Regenwurm frisst ja unsere Blätter und macht dazu einen guten Humus und Kompost. Ist das der Mikroorganismus das Gleiche, dass der dann die Überstände wieder aufnimmt und wieder ausscheidet? Muss ich mir das so vorstellen durch den Mikroorganismus? Genau, aber ich bin dir dankbar für die Frage, weil das weist mich darauf hin, dass ich das nicht weiß und da nochmal genau reingehe. Es war ein japanischer Forscher. Also quasi alles nur immer kleiner wird. Also ich muss dazu sagen, es gibt auch relativ viel Marketing-Hype um dieses Thema EMA. Ich arbeite damit in der Regel nicht. Ich habe nämlich lieber eine funktionierende Kompostwirtschaft. Da ist unglaublich viel Leben drin, ja, kennt ihr, ne? Und damit aktiviere ich auch meinen Boden, ne? Dann weiß ich, es ist auf jeden Fall kein Dünger, sondern Bodenhilfsstoff, sowas, ja. Danke, Jen. Jen vom Garten-Gemüse-Kiosk. Außerdem vielen Dank. Dann würde es mich noch interessieren, wie füttert ihr denn eure Tomaten und euer Gemüse? Ja, ich liebe ja Mulchen sowieso und Flächenverkompostierung. Das heißt also Gartenabfälle, die sonst auf dem Kompost landen würden. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Küchenabfälle, aber sonstiges kann durchaus auf die Beete als Mulch unter die Pflanzen. Das heißt, du fütterst direkt deine oberen Boden, also die Bodenlebewesen direkt mit Kompost, den du da oben drauf gibst, oder? Bei mir bleibt kein Fleckchen Erde wirklich frei. Also immer kommt irgendwas drauf, ob Grasschnitt, ob Laub oder irgendwelches Schnittgut. Okay, aber bleib mal beim Düngen, bitte, Carmen. Ich benutze sehr viel Pferdemist, was wir dann am Pferdehof holen. Dann bei den Tomaten gebe ich zum Beispiel Hornspäne mit rein oder bei den Starkzehrern halt auch. Also
und dann Kürbis und so. Und da gebe ich ein bisschen Hornspäne mit an, die Füße. Jetzt dieses Jahr habe ich ein bisschen mit Schafwolle rumprobiert. Mhm. Also ich probiere mich da auch noch aus. Also ja, ja. Man muss ja Erfahrungen machen. Okay. Ne? Jetzt wird's spannend. Demeter-Betrieb. Ach, und Kompost. Ja, ist auch ganz wichtig. Also ich denke, mit Kompost arbeiten wir und alle Müll hoffentlich. Auch, ne? Hast du einen Kompost? Noch einen kleinen, aber... Aber ja, ne, das Kompostwirtschaft ist ganz, ganz wichtig. Ja. Demeter arbeitet ja mit Präparaten, da gehen wir jetzt nicht drauf. Nein. Es ist zu kompliziert, die Geschichte. Aber du hast ja auch eigene Beete. Was bringst du da ein? Was arbeitest du ein? Also jetzt bei meinem kleinen Beet mit den Bohnen, da habe ich tatsächlich auch nur irgendwie 3-4 Karren Kompost auf die Oberfläche ein bisschen eingearbeitet. Mhm. Aber ansonsten da, wo ich jetzt Gärtner, der Boden ist schon so perfekt. Also das ist, ich hatte noch nie so gesunde und vitale Pflanzen wie dort auf dem Hof. Bei den Gewächshäusern, wo dann eben geerntet wird zum Verkauf, da wird, denke ich, mit Kompost und halt verkompostiertem Mist gearbeitet. Mhm. Das ist ja auch bei uns Demeter ganz, ganz, ganz groß geschrieben. Also die Kuh ist aus dem Demeter-Kreislauf nicht rauszudenken. Der Mist ist da definitiv 99% der Bestandteile. Ja. Vielleicht noch ein paar Hornspäne oder Horngrieß, aber Mist steht ganz oben. Ich habe als Kind ja mal, da war ich tatsächlich so 12, 13, 14 auf einem Demeterhof gearbeitet in Überlingen-Rengolshausen. Genau. Ich habe gehört, dass du da eventuell vielleicht auch so deine Fühler ausstreckst in die Richtung zu diesem Hof. Genau. Ja, also September fahre ich Probearbeiten, mal gucken, was ich denke. Stark, echt stark. Ja, also das ist so klein ist die Welt. Ne? Und, Stefan, deine Düngemethode für Tomaten, weil man mal Tomaten? In den ersten Jahren hauptsächlich Kompost aus dem eigenen Kompost. Immer mehr, ein bisschen muss ich sagen, habe ich den eigenen Kompost zur Seite geschoben, weil der Schneckendruck immer größer wurde und ich den Verdacht hatte, dass das irgendwie mit dem Kompost zusammenhängt. Also habe ich mit der Kompostecke selber so ein bisschen aufgehört und habe mir dann externen Kompost in den letzten 2 Jahren jetzt besorgt, also so von Kompostierwerken, sogenannte Rotte-Komposter, die dann durch die Hitze natürlich die Samen und so zerstört sind. Ja. Meine Kartoffeln wachsen da super drin, Gemüse ist bis jetzt gut drin gewachsen. Beim Einsetzen der Pflanzen nehme ich auch eine Handvoll Hornspäne damit rein. Urgesteinsmehl wird immer mal wieder so in den Boden mit eingearbeitet, wenn ich gerade dran denke. Lukas, mit was düngst du denn deine Beete, dein Gewächshaus? Auch viel mit dem, was jetzt hier einige gesagt haben. Was ich jetzt noch nicht gehört habe, ist, wo sich wahrscheinlich auch nicht viele mit beschäftigen. Ich habe ja einen Garten, der nicht ans Wassernetz angeschlossen ist, kein Strom, kein Abwasser. Und wir benutzen bei uns in dem Garten eine Kompostiertoilette. Heißt, mit einem Trennansatz, wir trennen Feststoffe und Flüssigstoffe. Und anstatt. Da gibt es ein Video von dir, genau, ne? Da gibt es ein Video von. Verlinke ich unterm Video. Mal anschauen, ist ganz interessant, ja? Ich sag mal so, das nimmt man eigentlich das Gärtners Gold auch, weil man mit Urin eigentlich so viel düngen kann. Da sind so viele Nährstoffe drin. Und ich fange das Urin auf, lagere es in Behältern. Man soll es ja versuchen, nicht zu frisch zu verwenden, weil es ja auch relativ stark ist. Mhm. Ja, dann lasse ich das ein bisschen abstehen und dann mische ich das mit Wasser und damit gieße ich dann auch die ganzen Pflanzen. Und der feste Stoff, der kommt auf den Kompost oder was? Ja, okay. Wenn da mal was anfällt, ne? Wenn es mal was anfallen sollte, aber das wäre möglich, okay. Genau. Ja. Gibt's den nächsten Livestream. Mach mal einen Livestream dazu. Von der Toilette. Also wo du jetzt auf den Flüssigen ansprichst, fällt mir natürlich noch ein, das wahrscheinlich alle machen. Brennnesseljauch. Genau. Pflanzenjauch. Auch so alle 10, 14 Tage mal so eine Gießkanne mit drauf. Super, genau. Ja. Bei mir im Rigotti-Garten kommt auch nur diese ganzen Jauchen. Brennnesseljauche, Beinwelljauche. Und ja, Hühnermist natürlich. Ich habe Hühner, das ist ideal, das ist super. Was ich noch kurz wissen wollte, wie ist der Schneckendruck bei euch dieses Jahr? Bei dir ist trocken. Ist trocken und es geht deshalb. Okay, Carmen? Fast gar nicht. Auch wegen Trockenheit, weil es trocken ist? Ja, oder weil ich die letzten Jahre wirklich so gut abgesammelt habe. Okay. Null, gar nichts. Warum? Weiß ich nicht. Also muss man aber wirklich sagen, auf einem Gemüseacker fällt sich das immer anders, weil im Garten hast du schattige Ecken, feuchte Ecken, wo sich das ganze Gefiech, sag ich jetzt mal, zurückziehen kann. Ein Acker, wenn der auch tagsüber voll in der Sonne steht, halten die sich nicht wirklich auf. Okay. Wenn es dann mal welche gibt, sagen auch unsere Gärtner immer wieder, im Erwerbsgarten ist das mit eingerechnet. Also es geht nicht darum, dass du jeden Kohlrabi vom Acker holst. Ja. Das ist halt im Hobbygarten, wenn du nur 12 Stück hast, trauerst du jedem nach. Ja, ja. Aber bei uns ist es wirklich
habe ich auch damals meine Facharbeit drüber geschrieben, über Schädlinge im biodynamischen Bereich, und die haben einfach gesagt, das ist mit einkalkuliert. Gut, also, okay. Wenn da 10% wegfallen, ist das kein Drama. Und bei deinem Beet, das du dir angelegt hast mit den Bohnen? Gar nichts. Nichts. Stefan? Dies Jahr extrem schlimm. Mhm. Beispiel, ich habe 15 Mal Horste von Bohnen angelegt. Davon sind 2 Böhnchen noch da. Boah. Der Rest ist abgeknabbert. Die Hölle. War vielleicht ein Fehler, ich hätte vorziehen sollen. Mit Stangenbohnen habe ich vorgezogen, das hat gut geklappt. Die hatten eine bestimmte Größe, bis sie rauskamen. Dann haben sie ein bisschen mehr Überlegungschance. Also ich bin jetzt seit die letzten, jetzt hier nicht, aber jetzt die 3 Nächte davor, jede Nacht draußen gewesen, von 11 bis 1 und habe die abgesammelt. Okay. Wie ist der Schneckendruck bei euch? Null. Nee. Also okay. Ich habe auch Bretter im Garten und darunter nichts. Okay. Ja, eine schöne Methode. Bretter auslegen in den Garten und morgens beim Durchgehen umdrehen, darunter verkriechen die sich, oder abends. Ne? Kommen wir jetzt nochmal auf ein anderes Thema, weil vielleicht meine Zuschauer euch alle noch nicht so gut kennen, kamen dich sicher, Stefan, dich sicher auch. Aber du, könnt ihr einfach mal kurz was zu eurem YouTube-Kanal sagen, auf was ihr euch so spezialisiert und was ihr so macht? Besonders im Bereich Imkerei, Bienenzucht habe ich mich spezialisiert, aber auch was Obstanbau angeht, und es kommt immer wieder was Neues, ein neues Bauprojekt. Wir haben Steinofen gebaut, einen Weinkeller, also Erdkeller ausgebaut, über Olivenbäume und also super. Man findet immer wieder was Interessantes. Ja. Wir hatten ja gestern den Livestream. Und da hatte ich die Frage gestellt, was ist das Must-See-Video, das du zeigen musst? Das würde ich hier gerne nochmal wiederholen, dass die Leute einfach, weil nicht alle schauen den Livestream an, was ist das eine Video, das man bei dir sehen muss? Also ich denke schon Steinofenbau. Der Steinofenbau, ist schön, ja. Kam, erzählst du ein bisschen was über deinen YouTube-Kanal? Mein Kanal ist halt so vielseitig, also es geht bei mir nicht nur ums Gärtnern, sondern ich verarbeite die Ernte auch, oder im Winter backe ich auch mal Plätzchen, und ich bastel halt viel, ich baue im Garten halt verschiedene Sachen selber und halt viel auf Recycling-Basis. Ich spring mal jetzt zum Lukas, gehen wir mal ein bisschen durcheinander. Ja, Garten, wie wahrscheinlich jeder hier von uns, bisschen mehr auf Hühner gehe ich ein, Tipps, Tricks, Hühnerhaltung, wie man eine Stelle am besten reinigt, auch mal gegen Milben behandelt. Ja, ansonsten auch gängiges Gemüse, Gewächshausanbau und so Sachen. Nennen wir noch ein Video, das ich bei dir gesehen haben muss. Das habe ich auch schon im Livestream gesagt. Ja. Auf jeden Fall Hühner. Da gibt's bei nenn mal eins. Meine Hühner. Und da stelle ich so jedes Huhn von mir vor. Meine Hühner. Genau. Die verlinke ich jetzt außerdem unter dem Video. Und bei Carmen habe ich es noch vergessen. Was muss man bei dir gesehen haben? Ja, also mein aktuelles Lieblingsvideo ist das Hochbeete fast kostenlos. Okay. Nils. Und die nächsten natürlich. Und alle weiteren, genau. Nils, was red du ein bisschen über deinen Kanal. Genau, also der ist letzten Oktober online gegangen. Den Wunsch, einen YouTube-Kanal zu diesen Themen zu machen, hatte ich schon länger. War dann aber halt mit Schule und Abitur und so zeitlich ein bisschen knapp. Und genau, dann habe ich letzten Oktober im FLJ quasi damit angefangen und habe mich so ein bisschen in die Richtung Saatgutvermehrung, wie funktioniert das, Züchtung im Allgemeinen, aber eben halt auch für Hobbygärtner. Und gleichzeitig arbeite ich halt auch in der Käserei, also ich arbeite in der Züchtung und Käserei. Da entstehen halt auch im Moment noch ein paar sehr spannende Videos, die irgendwie ein bisschen einzigartig sind. Und allgemein versuche ich einfach mit möglichst viel Bild und Musik untermalt so ein bisschen meine Begeisterung für Natur im Allgemeinen irgendwie nach draußen zu bringen, Leute damit anzustecken und so ein bisschen aufzuführen, was man draußen alles sehen kann. Machst du auch wirklich gut, gefallen mir sehr gut deine Filme, weil du vermittelst auch ein Wissen. Möchtest du noch mal ein Must-See-Video nennen? Sonst tue ich. Also gestern ist es schwierig zu entscheiden, aber zum Beispiel das Käse-Video ist halt recht besonders. Und aber jetzt so in Richtung Züchtung gibt es ein Video von mir, da habe ich versucht, über das Thema F1-Hybriden und samenfeste Sorten einfach aufzuklären, damit sich die Leute zu Hause nochmal vielleicht ein neu überdachtes Bild darüber machen können. Genau. Weil viele gar nicht so genau wissen, was hinter diesen Züchtungsmethoden eigentlich hintersteckt. Du klärst da unheimlich gut auf, und die anderen Filme sind auch spitze in der Käserei. Ich hab's verschlungen, das Video. Echt klasse, ja. Dann haben wir das. Stefan, auf deinem YouTube-Kanal, was sehen die Leute?
Ja, Stefans Hobbygarten ist der Name. Man denkt erstmal nur Garten. Aber bei mir gibt es nicht nur den Garten zu sehen, sondern auch viele Bauvideos, wo ich was für die Insektenwelt, für die Vogelwelt mache. Reisevideos, wo ich mein Motorrad mal schnappe und mal andere Gärten besuche. Aus der Küche mal was, wenn wir mit meiner Frau einkochen oder Konfitüren, Marmeladen machen. Sowas gibt's alles auf meinem Kanal. So, dein Hauptding, ist es Garten oder eher Basteln jetzt? Weil ich weiß, du machst sehr viel mit Drechseln und so weiter. Eher Garten oder eher Basteln? Mehr im Garten. Mhm. Zeitlich gesehen bin ich auch sehr gerne öfter im Keller, aber nicht unbedingt immer mit der Kamera, weil ich da auch mal entspannen möchte für mich. Gut, aber so für die YouTuber, man sieht viel Garten, aber auch super, super Drechselvideos. Man kann die Werkstatt immer gut mit dem Garten verbinden. Wenn ich irgendwas im Garten brauche, gehe ich in den Keller, baue das und nehme es mit in den Garten. Sehr schön, genau, ja. Dann kommen wir jetzt mal zum Schluss. Jetzt haben wir schon eine Weile geredet. Patrick, möchtest du noch den Zuschauern was mitgeben zum Schluss? In erster Linie möchte ich mal euch allen Danke sagen, dass ihr uns unterstützt. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Es steckt immer sehr, sehr viel Arbeit hinter jedem Video von uns allen. Und wir hätten nicht die Motivation, wenn ihr durch eure tollen Kommentare, euer Feedback uns nicht unterstützen würdet. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Sehe ich. Auch so, ja, muss ich mir immer wieder Danke ans Publikum sagen. Ne? Geht uns allen so. Ja, genau. Carmen, möchtest du noch was? Ja, geht in den Garten und versucht das selber. Also wir können euch halt nur Anregungen geben, aber den Schritt in den Garten müsst ihr selber machen und probiert euch aus. Baut das an, was euch schmeckt und versucht einfach. Irgendwann erntet ihr vielleicht eine ganze Schubkarre mit Kürbis. Das macht ihr dann im zweiten Jahr nicht mehr. Also ihr lernt auch aus den Fehlern. Ja, einfach aus unseren Fehlern natürlich. Absolut, auch, ne? Also, ja. Einfach rausgehen und machen, ne? Das finde ich auch mal wichtig. Genau, und ich würde das Ganze noch erweitern, nicht nur in den Garten, sondern auch für die, die einfach keinen Garten haben, rauszugehen. Ich finde, es gibt bei jedem um die Ecke irgendwie ein bisschen Grünflächen oder irgendwas. Und wenn es nur ein Gänseblümchen auf einem Asphaltteppich ist, ich finde, also für mich persönlich, ich kann das jedes Mal wieder sehen. Und das kann ich nur, ja, weitergeben. Und dich dran erfreuen und, auch, ja, ne? Ganz genau. Ja. Und das kann ich nur jeden ermuntern, das einfach versuchen auch zu tun und ja, mal den PC auszuschalten. Ins Grüne wieder raus. Ja. Stefan, wie schaut es bei dir aus? Ja, also kann ich auch nur bestätigen, zum einen geht raus in die Natur, nehmt euch Zeit für die Natur, beobachtet auch mal ein bisschen länger so eine offene Blüte, was da für eine Insektenwelt rumschwirrt. Und gartentechnisch, ja, anbautechnisch ist es einfach nur rüberbringen, zu animieren, das, was unser Eins im Garten macht, dass ihr das auch macht. Und es erfreut mich dann natürlich, dann in den nächsten Videos, in den Kommentaren zu sehen, dass es bei euch auch gut geklappt hat oder ihr vielleicht sogar aus einem meiner Fehler gelernt habt. Lukas, ja. Was möchtest du noch den Leuten sagen, auf dem Weg mitgeben? Nicht immer den Kopf in den Sand stecken, wenn mal was nicht klappt. Sehr gut. Immer weiter probieren. Im nächsten Jahr klappt es bestimmt besser. Carmen sagte schon, aus Fehlern lernt man. Ja, und jedes Gartenjahr ist auch anders. Ne? Genau. Ja, ganz wichtig. Jedes Mal ist anders. Ist auch gut so, weil irgendwas, was dieses Jahr nicht funktioniert, klappt nächstes Jahr umso besser. Also. Absolut. Das war ja am Eingang die Sache, ne? Was klappt nicht und bei mir klappt, ich habe es gar nicht gesagt, bei mir klappt dieses Jahr zum Beispiel die Tomatillo überhaupt nicht. Letztes Jahr hatte ich riesige Büsche, eine Mordsernte und dieses Jahr haben die überhaupt keinen Bock zum Wachsen. Also die Pflanzen sind noch klein, kümmerlich, haben ewig gestockt. Und so ist jedes Jahr unterschiedlich. Also nicht verzagen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weitermachen, wieder probieren, immer wieder. Jedes Jahr ist anders. Aber so ist es nun mal. So hat man in einem Jahr viel zu viel von Gurken. Das nächste Jahr ist wieder was anderes, läuft was anderes wieder besser, dann funktioniert es mit den Gurken nicht. Und so bleibt es einfach spannend. Ja. Es ist einfach saugut, Hobbygärtner zu sein. Es macht Spaß. Wir haben so tolles Essen aus dem Garten in die Küche rein, frisch verarbeiten. Ich finde es spannend. Ich möchte euch sagen und motivieren, geht in den Garten, pflanzt ein bisschen was an. Ihr habt keinen Garten, es gibt Schrebergärten. Selbst auf dem Balkon oder auf einer kleinen Terrasse kann man was machen. Fangt mit Kräutern an. Was mich noch interessieren würde, wen von den YouTubern hier kennt ihr noch nicht? Wen habt ihr jetzt neu im Abo? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare rein. Ich wiederhole noch mal, der Patrick von Mika Garten, Spitzenfilme, Carmen von Carmens kleine Welt, viel im Garten, Küche und Basteln, Nils von Saatenvielfalt, Pflicht, bitte unbedingt machen. Alle Kanäle unten verlinkt. Stefan von Stefans Hobbygarten. Mein Massivvideo ist übrigens das Naturhochbeet. Oh, hatte ich vergessen. Naturhochbeet, das hatten wir gestern im Livestream schon gesprochen. Ne? Auch ein super Ding. Auch dieses Video von Stefan wird verlinkt.
Und Lukas von Freizeitgarten mit seiner total netten Henne Helga, die ihm immer auf der Schulter sitzt. Und sein Must-See-Video mit meine Hühner. Die Playlist Hühner, genau. Ne? Ja. Und dann sage ich fürs Zuschauen ganz herzlichen Dank. Ist immer wieder für uns das Motivierende, was du vorhin gesagt hast, wenn ihr in den Garten geht und was macht, wenn eure Kommentare lesen, dass ihr im Garten wart und was gemacht habt, oder die Mutter schreibt, dass der Sohn mit 12 Jahren oder 8 Jahren in den Garten geht, ein kleines Beet bekommen hat und der Spaß hat, Radieschen anzupflanzen. Das ist immer spitze. Macht das und versorgt uns bitte auch mit euren Kommentaren unter den Videos. Das ist unser Feedback, das ist unser Applaus. Wir freuen uns immer über einen Daumen rauf auf jedem Film. Das ist das Feedback, das, was wir so ein bisschen brauchen. Und jetzt sage ich aber tschüss, genug gelabert. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ahoi sagt euer Selbstversorger Rigotti zusammen mit richtig geilen YouTubern. Tschüss. Super. 2:37. Und jetzt? Echt? Nein, nein. Das, aber eine gute Stunde war es, oder? Etwas über eine Stunde. Ja. Unglaublich. Ja, genau. Wühl ein bisschen auf, dass es schön stinkt.